Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und wie das für richtige Filmkritiken nun mal der Fall ist, beginnen wir gleich mit einer Serienkritik. Denn wir konnten uns vorab die Bande von der Baker Street anschauen. Das haben in dem Fall Paul und Sven für euch getan. Und ich glaube, die waren alles andere als angetan. Ob ihr das unbedingt schauen solltet, diese Serie, diese ersten Folgen der ersten Staffel, glaube ich, das solltet ihr mal eben jetzt hier selbst rausbekommen. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Contamination. Und das ist so ein absolutes Endzeit-Ding, wie es scheint. In dem Fall waren Stu, Kenny und Torben, die den Film vorab gesehen haben und für euch besprochen haben, passt vermutlich genau in die Zeit. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Alone. Auch der erscheint aktuell fürs Heimkino. Die Kollegen von Koch Media bringen den auf Disc heraus. Christopher und Eva haben den für euch geschaut und besprochen. Und auch das ist, glaube ich, kein echtes Highlight geworden. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Und wenn ihr Bock habt, dann supportet uns doch. Da gibt es viele Möglichkeiten, gerne auch finanziell. Wie das im Detail funktioniert, erfahrt ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Untersuchung des Telestammtischs. Heute beschäftigen wir uns gleich mit einer ganzen Serie an merkwürdigen Begebenheiten, die sich im Lande Netflix zugetragen haben. Mein Name ist Sherlock Holmes und an meiner Seite ist Dr. John Svensson und wir besprechen die erste Staffel von Die Bande aus der Baker Street auf Netflix. Hallo Sven. Hallo Paul. Sven, wir haben uns, beziehungsweise ich habe mir die ganze erste Staffel angesehen, 8 Folgen und du hast wie viele Folgen gesehen? 2. Hast du quasi einen Ersteindruck verschafft von dieser ersten Staffel? Ja. Das Ganze wird eine spoilerfreie Besprechung der ersten Staffel. Wir werden hier also nur kurz unsere Meinung unsere Ersteindrücke zur ersten Staffel kundtun. Und jetzt, Sven, du hast zwar nur die ersten 2 Folgen gesehen, aber du kannst ja sicherlich trotzdem sagen, worum es geht. Genau. Das Ganze spielt natürlich, wie man schon erahnen lässt, im Sherlock-Holmes-Universum. Und zwar geht es darum, dass Bea und ihre Freunde aus der Baker Street von einem mysteriösen Herrn angequatscht werden, also Bea, und wird mit Untersuchungen zu einem Fall beauftragt. Da die mysteriöse Person sich dann irgendwann als Dr. Watson herausstellt und er sagt, er braucht Hilfe von der Straße, da er in gewisse Gegenden einfach nicht vordringen kann. Ja. Bea und ihre Kumpels, die sie da um sich schart, werden dann halt in mysteriöse und fantastische Ereignisse hineingezogen. Jo. Das Ganze ist created by Tom Bidwell, besteht wie gesagt aus 8 Episoden, die jeweils so um die 50 Minuten rumgehen. Das Ganze startet am 26. März 2021 auf Netflix. Und wer spielt unter anderem mit? Wir haben Darcy Shaw, Thedea Graham, Royce Pearson, Henry Lloyd Hughes und Jojo Macari oder so. Vor allen Dingen, was auffällig ist, wenn man sich das Ganze hier so aufschreibt und vielleicht auch mal in der IMDb guckt, wo die denn so schon überall mitgespielt haben. Die meisten von denen hat man zuvor schon in der ein oder anderen Netflix-Serie gesehen. Thedea Graham zum Beispiel im Brief für den König, Royce Pearson in The Witcher und Jojo in Sex Education. Sind also alles Leute, die mit Netflix jetzt schon so ein bisschen vertraut sind. Und dann eben hier die Baker Street Bande beziehungsweise eben Watson oder auch Sherlock Holmes porträtieren. Das Ganze basiert auch auf Werken von Doyle. Genau. Diese Baker Street Bande, die gab es ja auch in den Romanen. Ich weiß jetzt nicht genau in welchen, aber das ist auf jeden Fall keine Erfindung dieser Serie hier. Wie das Ganze vonstatten geht dann vielleicht schon, denn wirklich, wir haben es hier nicht mit normalen Kriminalfällen zu tun oder mit historisch angesiedelten Verbrechen, sondern wir haben es wirklich trotz des älteren Settings mit übernatürlichen Wesen und so weiter zu tun. Dieses Übernatürliche kommt natürlich auch schon in den ersten 2 Episoden der ersten Staffel ganz gut zur Geltung, wo es eben eher so um die Behandlung von 2 Einzelfällen geht. Wie war da dein Eindruck und ist das eventuell auch ein Grund, der dich davor abgeschreckt hat oder so, den Rest zu gucken? Oder was hältst du erstmal davon, dass es sich hier um übernatürliche Fälle handelt und nicht jetzt um Kriminalfälle, wie man es jetzt vielleicht aus anderen Interpretationen kennt?
als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, nee, geil, das ist das, worauf ich Bock habe. Viktorianisches London, geile Kulisse, bisschen Sherlock Holmes, aber eher so in der abgewandelten Art, vielleicht auch eine interessantere Story und Horrorelemente, Fantasy-Element. Hat für mich super gepasst, weil es einfach auch super in die Zeit reinpasst, finde ich. Und der Trailer hat mir wirklich den Mund wässrig gemacht. Also ich habe mich da echt drauf gefreut. Und dann? Was ist passiert, Sven? Okay, was ist passiert? Ja, ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich habe gestern eine Folge geguckt und heute nochmal eine Folge. Und schon in der ersten Folge ist es einfach so, derjenige, der diesen Soundtrack verbrochen hat, der gehört öffentlich verbal ausgepeitscht. Also das ist ein Graus. Klar möchte man wahrscheinlich ein junges Publikum ansprechen, so eher in deine Richtung. Aber mir hat es die ganze Atmosphäre innerhalb von 5 Minuten aus meinem Körper getrieben. Kannst du denn mal kurz beschreiben, was an dieser Musik denn so, was da nicht passt im ersten Moment? Im ersten Moment ist gut gesagt, aber wenn am Anfang direkt bei der kleinen ersten Verfolgungsjagd hämmernde rhythmische Bässe, also die Musik, das ist ja nicht, also das, ja, so eine Mischung zwischen Techno und Hip-Hop oder neuer Hip-Hop oder was, der Geier was, aber das hat in so einem viktorianisch London überhaupt nichts zu suchen. Und dann rennt sie und dann macht sie im Hintergrund und du denkst, okay, gut, sind wir jetzt auf Malle oder sind wir jetzt in London? Ja. Ich hatte das dieses Jahr schon mal bei einer Besprechung, und zwar zur Apple TV Plus Serie Dickinson. Es geht auch in die Richtung, es geht um die Schriftstellerin Emily Dickinson, und diese Serie geht da genauso ran. Die hat auch ein altertümliches Setting, ist so auch so Kostümdrama oder Kostümcomedy und so weiter, und hat auch die fetten Beats immer im Hintergrund und Rap und so weiter. Und da muss ich sagen, da hat es mir echt gefallen, obwohl ich kein großer Hip-Hop-Fan bin, aber dort hat mir das, dieser Kontrast hat mir gefallen. Hier nicht ganz so toll, weil ich hier erstens diese Ebene mit den Kostümen jetzt auch nicht so dicht und so atmosphärisch fand, und dann, ja, hat sich das auch ein bisschen gebissen, aber ich kann zumindest die Intention auch da verstehen. Klar, junges, hippes Publikum ansprechen mit einer entsprechenden Musik. Ja, und das ist, kann man ja dazu sagen, vielleicht nicht das Einzige, was jetzt unbedingt das die jüngere Zielgruppe, ich glaube, die Serie ist ab 16, ja, eben, anspricht, sondern da gibt's ja dann noch viel mehr. Ja, leider. Das war nämlich dann bei mir schon ein Punkt, als es dann nach den ersten 2 Minuten oder was weiß ich schon um Beziehungen geht, und gerade diese Liebesbeziehungen, die sich dann wirklich durch die ganzen 8 Folgen ziehen und dann noch ganz viele verschiedene auch Konflikte mit reinbringen, wie sie jetzt, keine Ahnung, von diesen Teenagern da ausgefochten werden in diesem Setting. Das war ein Punkt, der mich dann nicht gepackt hat. Wie war das bei dir? Funktioniert mit den übernatürlichen Elementen? Fandst du das gut oder ist das was dir auch noch völlig gegen den Strich gegangen ist? Nee, also ich habe ja dann auch vorher den Trailer geguckt und war da dementsprechend auch interessiert dran. Was man dann draus macht, hatte ich manchmal das Gefühl, ist so ein bisschen keine Ahnung. Ich habe weder Akte X noch Supernatural gesehen, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so gedacht, so stelle ich mir das auch vor oder so in die Richtung geht das, oder es wirkte alles immer so wie so eine Light-Version von solchen übernatürlichen Serien. Manchmal habe ich mir auch aufgeschrieben, im Holmes meets Stranger Things. Ich habe Stranger Things in London. Ja. Das habe ich mir auch noch reingeschrieben. Was ich dann auch noch, vor allen Dingen in den letzteren Folgen, dann, weil ab ungefähr der Hälfte wird es dann deutlich nochmal düsterer. Nicht jetzt vielleicht im Sinne von Brutalität, aber im Sinne von, es wird wirklich dunkel auf dem Bildschirm. Und da erinnert es mich dann an S2. In vielerlei Hinsicht an S2. Die letzte Folge, die ist sogar fast, nimmt man das Finale von S2, verfrachtet es ins viktorianische Zeitalter und ja, schraubt dann noch ein bisschen an dem Bösewicht rum, dann hat man eigentlich das, was diese Serie ist. Ja, für mich hat hier die Serie irgendwie verfehlt, was Eigenes zu machen, irgendwie was Eigenes, wo ich sage, boah, das sind coole Kreaturen oder okay, das sind jetzt echt spannende Fälle oder so.
nach den ersten zwei Folgen oder nach den ersten drei entpuppt sich so dann, aha, hier geht es dann nur noch um was Größeres. Also hier geht es nicht nur um die Fall der Woche und so weiter, sondern das geht dann zusammen zu einem riesigen, übernatürlichen Finale, wo eben dann auch Sherlock Holmes und so weiter mit drin verwickelt sind. Ich fand einzelne Versatzstücke nicht schlecht, aber das ganz groß zusammen hat sich für mich an zu vielen Ecken und Enden gebissen. Ja, so ging es mir schon bei der ersten Folge. Es gab wirklich Teile draus, die waren sehr interessant, wo ich gedacht habe, ah, okay, alles klar. Aber sie machen nichts draus oder das, was sie machen, ist einfach nicht ganz, ganz stimmig. Ich von den Charakteren her gab es jetzt auch keinen, der mich groß irgendwie genervt hätte oder sonst was. Sie machen alle die Sache wirklich gut. Was mir aufgefallen ist, oder am Anfang, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, wo ist meine Brille? Dass zum Beispiel Harrison Osterfield, der hier Leo spielt, der sieht aus wie McAvoy, wie der James McAvoy in Jung. Ich glaube, der ist 20 oder so. Und ich habe wirklich vorm Fernsehen geguckt und dachte, der spielt McAvoy mit. Geil, wo ist meine Brille? Brille geguckt, denke ich, näher ist es doch nicht. Ah, okay. Was mich wirklich eigentlich mehr gestört hat, als dich die Beziehungen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn ich mir den Rest noch angucken werde, was ich auch tun werde, ob das mich dann auch so beißt. Aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass er ganz London ist schön dargestellt, auch schmutzig, aber die Charaktere nicht. In der ersten Folge haben sie noch so ein bisschen Ruß im Gesicht, das haben sie in der zweiten auch, aber das verschwindet als mal wieder und die sehen aus wie frisch aus der Dusche. Ja, die Kleidung ist zwar noch so ein bisschen verranzt und so, aber der Rest ist wunderbar passend. Und auch diese, die Kinder kommen überall rein, ja, in Theater, ja, die haben überhaupt keinen Stress, sich da irgendwie reinzuschmuggeln, die werden immer reingelassen. Irgendwie laufen sie dann vorbei, wenn dann der Leo sagt, ja, bloß weil er ein bisschen, also weil er schmucker halt aussieht als der Rest. Und natürlich auch eine andere Background hat, aber dazu komme ich gleich noch. Da fehlt mir die Spannung. Als Straßenjunge in ein Theater da irgendwie reinzukommen zum Duke und alles kein Problem. Hä? Ja, und bei Leo ist halt auch was. Also, genau, kannst du kurz erklären, wer Leo ist? Nur als. Okay, ein Adliger, der sich immer wieder rausschleicht, egal wie, den keine Sau sucht. Und da schleicht sich halt echt ein Haufen Missgunst mit ein, wo du da hockst und denkst, ach komm, das muss doch nicht sein. Was mir eben, wenn man mir sagt, es gibt eine Serie im Sherlock-Holmes-Universum oder meinetwegen eine Serie über die Bande aus der Baker Street, dann fehlt mir hier wirklich das Krimi oder das Fallartige. Ich meine, klar, wir haben hier diese Fälle, die aber schon zugegeben ziemlich Banane sind, also auch in der ersten zwei, wo man sich, also da sollte man auch nicht zu lange drüber nachdenken, was macht das denn das jetzt für einen Sinn oder wie kommt man denn jetzt drauf, dass gerade das Körperteil benötigt wird oder what? Ja, also mir hat auch sowas gefehlt, was mir meine Spannung da hochgehalten hat. Und ganz ehrlich, dieses große, alle überschattende Ziel, was es dann irgendwie sich nach drei oder vier Folgen rauskristallisiert, das ist auch was, das hat man schon so oft gesehen. Nicht nur im Mystery, auch im Science-Fiction oder Fantasy. Das muss ich nicht noch ein fünftes Mal aufgewärmt und im viktorianischen London sehen. Ja, ich hatte es befürchtet. Also mir hat das Investigative jetzt in dem Fall nicht gefallen, nicht gefehlt, weil ich mir gedacht habe, dass es halt so auf das hinausgeht. Aber es ist halt schon schade, dass da nicht mehr draus gemacht worden ist. Das hätte echt auch ein richtiger Kracher werden können. Ja, vielleicht hängt es mit der Zielgruppe zusammen. Vielleicht ist es für eine andere Zielgruppe tatsächlich oder meinetwegen ab 16, weil es wird dann auch düster, es wird auch ein bisschen gruselig. Es wird jetzt nie so gruselig, dass ich sagen muss, ich kann nicht mehr hinsehen. Aber es wird schon, also es gibt auch schon den einen oder anderen Jumpscare. Die Länge der Episoden ist mir da auch ein bisschen zu lang, bin ich ganz ehrlich, mit 50 Minuten pro Folge ist das, was man eben erfährt. Also wie gesagt, wegen mir, Liebesbeziehung und dann jetzt eine halbe Stunde pro Folge oder so gehabt. Das hätte ich nicht gebraucht. Bei den Charakteren muss ich sagen, trotz der Liebesbeziehung, auf der ich jetzt die ganze Zeit rumhack,
am Anfang ja, so Startschwierigkeiten, aber am Ende, die Schauspieler sind okay, aber sie entwickeln sich auch, und auch das Zusammenspiel, hatte ich das Gefühl, wird über die Zeit hinweg besser, als es jetzt am Anfang der Fall ist. Ja, mir hat die zweite Folge auch ein bisschen, also auch etwas besser gefallen, muss ich zugeben. Mhm. Ist zwar jetzt auch kein riesen, immenser Sprung gewesen, aber da war halt auch wieder, ach, direkt am Anfang wieder diese Musik. Und aber sie können es auch anders, weil es gibt auch in der zweiten Folge mehrere Passagen, die auch ein düster und da bringen sie ein Orchester zum Einsatz. Und da wiederum ist es was, das sind so Strecken, wo ich denke, mehr will ich gar nicht. Ich habe noch ein, ich fand zum Beispiel noch positiv anzumerken ist, dass wir hier ein paar tolle weibliche Charaktere haben, dass wir einen äußerst divers besetzten Cast haben. Das stimmt, ja. Und ich habe mich gefreut, ich habe seinen Namen leider nicht aufgeschrieben, Rory, wie heißt er denn? Rory McCann, der Bluthund aus Game of Thrones. Ach so. Rory McCann wiederzusehen. Und er tritt sogar in zwei Folgen auf. Oder in drei Folgen sogar. Aber ich glaube, er war in der ersten Folge und dann tritt er auch später auch nochmal in auf. Und da war ich einfach froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe. Ja, stimmt. Also zumindest in der ersten Folge, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ein bekanntes Gesicht. Ja. Gut, ich habe ansonsten noch einen Punkt. Und zwar, wenn man jetzt so einen Stoff hat, die Bande aus der Baker Street, die nun eben auch irgendwie, wenn man schon diese Serie so nennt, dann hat sie auch einen Bezug zu Sherlock Holmes, wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, also hätte auch einfach irgendeine Bande im alten London sein können, die übernatürlichen Dingen auf die Schliche kommt. Also aus meiner Sicht hätte es dieses Sherlock-Holmes-Ding überhaupt nicht gebraucht. Das hätte man andersweitig lösen können. Aber nun hat man das und da drängt sich so ein Vergleich zu anderen Stoffen halt irgendwie auf. Was man dazu sagen kann, Holmes selbst wird hier lange zurückgehalten. Und auch die anderen Figuren, die man eben so kennt, so Lestrade oder Mrs. Hudson, die kommen alle drin vor. Also ich habe wirklich ungefähr nach Folge 3 gedacht, oh, lass es doch raus, ich will es eigentlich gar nicht mehr sehen. Das erzählt mir dann die Geschichte, aber mach doch nicht das mit Sherlock Holmes jetzt, in dem auch dann wie hier einzelne Figuren in das ganze Holmes-Universum verwickelt sind. Darüber kann man auch streiten, weil das wirkt auch so ein bisschen zurecht gebogen, aber dazu jetzt nicht mehr in der ersten Staffel. Wir können meinetwegen schon zu einem Fazit kommen. Ja, ja. Zur ersten Staffel. Dann gib doch du mal dein Fazit zu den ersten zwei Folgen oder deinen Ersteindruck ab und dann schließe ich mit meinem Staffelfazit das Ganze ab. Okay, ich vergebe. Was nehmen wir? Puppen? Ja. Zähne? Ja, komm, wir nehmen Zähne. Jeder, der mindestens bis Folge 2 gesehen hat, wird wissen, worum es geht. Ich vergebe 2 Zähne mit immensem Freiraum nach oben. Also ich werde sie mir fertig angucken, außer es wird so katastrophal, dass ich dann wirklich ausschalte. Aber Interesse ist da, Hoffnung ist da, die du mir zwar oft zerstört hast, aber ein Fünkchen ist noch da. Ja, 2 Zähne. Ja, ich gebe die 2 Zähne auch nach der gesamten Sichtung. Ich fand sie jetzt wirklich nicht katastrophal. Dafür habe ich dieses Jahr schon zu viel anderen Mist gesehen. The Stand. ja, ist halt eine Serie, die vielleicht nicht für mich gemacht ist. Die ist cool, die ist locker, die will es zumindest sein, die ist humorvoll, die ist ein bisschen gruselig, die möchte eben sehr viel Horror, die ist auch nichts Tiefgründiges oder keine richtigen Fälle. Und wer sich mit dem alles anfreunden kann, der kann ja mal reingucken. Ich mochte noch am ehesten den divers besetzten Cast und ansonsten hat mich die Serie dann eher leider genervt. Danke Sven, dass wir das hier zusammen aufgenommen haben. Ich danke dir. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Contamination, tödliche Parasiten. Ein südkoreanischer, ich würde sagen, Füllerdrama. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann euch aber so viel verraten. Wir haben zwei Herren hier zu Gast. Die haben es getan. Nämlich einmal der Torben. Grüß dich, Torben. Hallo.
Und der Kenny ist auch da. Hallo, Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ach, das geht ja runter wie Öl mit Erdbeergeschmack. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, ich kann kurz das sagen, was ich vom Film weiß. Ich weiß, dass er im Jahre 2012 schon in Südkorea in die Kinos gekommen ist. Und ich weiß, dass er jetzt am 9. April 2021, also mit einem einer leichten Differenz, dank Busch Medien Group auch bei uns herauskommt, direkt im Heimkino. Und das war's. Wer von euch kann uns denn mal kurz erklären, worum geht's denn in Contamination? Also, in Contamination geht es passend zur aktuellen Zeit um eine Pandemie. Allerdings geht es nicht um Viren, sondern es geht um Parasiten. Das ist eine Epidemie, es tut mir leid, aber es ist eine Epidemie, die hier beschrieben wird. Ach, du bist ein Spielverderber. Stimmt, Epidemie ist regional, Pandemie ist dann weltweit. Richtig, so war der Unterschied, ne? Und hier ist nur die Stadt Seoul betroffen, die koreanische Metropole. Nee, das war ganz Korea getroffen. Finde ich gut. In den ersten zwei Minuten schon die ersten Differenzen zwischen den beiden Rezensenten. Das ist super. Aber Kenny, mach mal weiter, bitte. Es ist eine Epidemie, die sich in Korea ausbreitet. Ungefähr 1 Million Fälle oder was es dann war im Laufe des Films. Es beginnt damit, dass wir erstmal die Hauptcharaktere kennenlernen. Wir haben Bruder A. Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen muss. Ich würde ihn hundertprozentig falsch aussprechen. Dann sage ich einfach Bruder A. Der war früher mal irgendwo im Aktiengeschäft tätig, hat da aber irgendwelchen Mist gebaut und muss jetzt irgendwelchen Leuten in den Arsch kriechen. Das heißt, er ist für ein Pharmaunternehmen unterwegs, muss da irgendwelchen Kunden in den Arsch kriechen, um die als Kunden ranzulocken. Der hat einen Bruder, das ist quasi dann Bruder B, der bei der Polizei arbeitet. Der aber nebenbei so ein bisschen privat, so ein bisschen Aktienhandel so betreibt. Und der ist daran schuld, dass sein Bruder in die Kacke gelaufen ist quasi. Dass er mal eine Scheiße gegriffen hat und pleite gegangen ist quasi. Und der ist halt Polizist. Er ist nicht gerade der Beste, er ist nicht gerade der Zuverlässigste, aber er ist Polizist. Und dann geht's auch schon los. Es gibt ein paar Leute, die früh joggen gehen und die finden an einem Fluss eine Leiche. Und die Leiche sieht ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen verfault, aber halt untypisch für eine Wasserleiche. Und da kommt der Polizist an und stellt das so fest und ist geschockt, wie die aussieht. Und im Laufe der nächsten Tage werden immer mehr Leichen im Wasser gefunden. Und dann stellt sich heraus, der Grund dafür ist ein Parasit. Um genau zu sein, ein Rosswurm. Hieß er Rosswurm? Ich glaube ja, oder? Widersprich mir? Rosswurm, Rosshaarwurm, irgendwie so heißt der, ja. Rosshaarwurm, ja, irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall ist es ein Wurm, ein Parasit. Und der treibt da sein Unheil. Das ist so die leichte Zusammenfassung dieses Films. Okay. Also, für mich als Außenstehender klang das am Anfang so, als wäre das eine Art Thriller. Und dann klang es nach einer Zeit lang so ein bisschen wie so eine Art, ja, ich möchte sagen, Drama à la Contagion von Steven Soderbergh. Und zum Schluss klang es dann doch wieder sehr nach Genreware, wieder so in der Richtung Katastrophenfilm-Horror. Wo würdest du denn jetzt genretechnisch diesen Film beheimaten, Torben? Ich würde ihn auch in die Richtung Thriller bzw. Drama beheimaten. Er passt auch in Richtung Katastrophenfilm, aber das tun ja die meisten Thriller auch, wenn sie nicht so actiongeladen sind. Und das ist der hier eigentlich nicht. Der sitzt hier einfach mehr so ein bisschen auf seinen Fokus auf die Protagonisten und wie sie damit umgehen. Und wir erfahren dann immer so intervallsweise, was ist dann gerade so im Rest des Landes los. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt, es ist nicht nur Seoul, es ist dann später auch ganz Korea, aber trotzdem ist es eine Epidemie. Ich sag gut, nee. Sorry, Streber, wir wollen den geneigten Hörer oder Hörerin ebenfalls nicht im Unklaren lassen, was denn nun mal hier los ist. Okay, ja, wir haben einen Bildungsauftrag. Genau, wir haben einen Bildungsauftrag. Ganz genau. Kenny, wo würdest du denn jetzt Contamination verorten, wenn es um Genre... Als einen dramatischen Katastrophenfilm. Einfach zusammengefasst. Ja. Also er ist nicht hochragig, es ist kein Schocker, das ist kein übelstes Drama, oder denkst du, oh mein Gott, das ist ja unglaublich, was da passiert. Mit der Handlung habe ich ja gar nicht gerechnet. Ist auch nicht der Fall. Es ist ein dramatischer Katastrophenfilm. So wie du das jetzt sagst, klingt das so ein bisschen, als ob du den Film so okay fandest. Ja, das Problem ist, ich werde jetzt nicht spoilern, aber wenn der Film anfängt und du lernst die Charaktere kennen, was die so machen, war mir schon in den ersten 5 Minuten klar, was die Ursache dafür sein wird. Also für mich war das von vornherein klar, was die Ursache ist, warum das passiert ist, und das war für mich überhaupt keine Überraschung. Weil es dann quasi die Wahrheit eröffnet wird, dachte ich mir so, ja, okay, dachte ich mir so, das war für mich keine große Überraschung. Aber so ging es nur mir, dem Tropen ging es ja scheinbar nicht so. Ich habe es nicht versucht, mir zu denken, ich habe einfach mich
wollte mich einfach berieseln lassen, weil, also im Endeffekt, als dann der Twist rauskam, war klar, dass es so sein musste, weil, ich sag mal so, die meisten Suppen sind hausgemacht aus der Ecke, ohne jetzt zu viel umgreifen zu wollen, warum und wieso. Dazu könnten wir vielleicht noch kommen, wenn wir denn, je nachdem, wie weit wir heute noch kommen mit Diskussionen. Aber ich habe mich einfach mal schreiben lassen, geguckt, wo zieht's mich hin. Man kennt's ja von Untergangsfilmen, aber auch, dass dann auch die Gefahr nicht unbedingt, sag ich mal, aus der eigenen Küche kommt. Der Film punktet so ein bisschen auch mit, dadurch, dass er typisch Südkorea, kann man sagen, nicht so auf Effekte setzt, sondern eben auf der Erzählweise. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade weil das Asia-Kino hier so in letzter Zeit ein bisschen Renaissance erlebt hat, man jetzt diesen Film so mit ins Boot geholt hat, wenn der schon so alt ist. Er war ja seinerzeit auch Nummer 1-Hit in Korea mit über 4 Millionen Zuschauern. Ja, seien wir ehrlich, warum der jetzt rauskommt oder Busch Medien die Rechte sich jetzt gesichert hat und ihn veröffentlicht in Deutschland, sollte klar sein. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil aktuell Pandemiefilme scheinbar sehr gefragt sind. Ich frage mich, warum? Warum? Also das finde ich wirklich irgendwie ein bisschen abstrakt. Also ganz ehrlich, die Leute haben die Schnauze voll, keiner hat so richtig mal Bock auf das Thema. Und dann denkst du, oh, wisst ihr, was ich mir jetzt angucken könnte? Ein Film über eine Pandemie? Komm, ich krieg ja nicht genug. Ob der so gut ankommt, wissen wir noch nicht. Also oftmals ist es ja so, dass manche Filme so ein bisschen in ihrer Zeit sitzen. Also wenn man, wir hatten es ja auch schon, Stu, bei unserer Predator-Besprechung, wenn man so die Vietnam, die dreckige, die Fuck-Up-Years Amerikas hat, dann will man den starken Mann, so die Ein-Mann-Armee, die ganzes Lager ausräumt. Und genauso wie in Zeiten, wenn es einem gut geht, so um die 2000er rum, wenn dann die ganzen Superhelden kommen und zig Alien-Rassen kommen, dann wollen die Erde wipen und dann brauchen wir die Avengers. Hier ist es halt, hier haben wir die Katastrophe jetzt in der Welt. Weiß ich nicht, ob jetzt ein Film, der über dasselbe Thema spielt, auch gleichermaßen erfolgreich ist. Naja, ich sag mal so, nach 9-11 waren Filme mit Flugzeugen und Hochhäusern in den Bibliotheken in der USA sehr stark gefragt. Danach. Ja, also von das daher. Danach, aber wir sind ja noch mittendrin. Wenn das auch mal vorbei ist, könntest du sagen, ach ja, man kann das vielleicht, ja, aber nicht währenddessen, nicht mittendrin. Ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt. Doch, tatsächlich. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, ich brauche jetzt unbedingt einen Film über eine Pandemie. Außer der Film ist jetzt herausragend gut, ob Contamination herausragend gut ist, das werden wir dann beim Fazit spätestens feststellen. Aber ich kann es schon irgendwie verstehen. Ich mach den Leuten da keine klagenden Blicke. Das nö. Aber gut, pass auf, reden wir mal lieber über den Film an sich. So. Wie ist er denn jetzt? Frei raus. Wer will? Wer traut sich? Ich finde meine Worte nicht so richtig, weil das Ding ist, ich verstehe die Charaktere, ich kann mich in die Charaktere reinversetzen. Der eine hatte einen gut bezahlten Job und muss anschließend jetzt so Klinken putzen und muss sich mit irgendwelchen Leuten abgeben. Er hat überhaupt keinen Bock drauf, aber sobald er vor diesen wichtigen Leuten steht, total lieb und nett, so richtig arschkriecherisch, ne? Und hat überhaupt keinen Bock drauf, sondern ist da den ganzen Tag arbeiten, unterwegs, macht irgendwelchen Blödsinn, muss mit irgendwelchen Kindern von irgendwelchen reichen Vorstandschefs irgendwie in irgendwelche Freizeitbox gehen, weil Papa keine Zeit dafür hat, weil er arbeiten muss. Und kommt am Ende des Tages selber seine eigene Familie und die sind halt genervt, weil der Papa ist immer nur arbeiten und hat überhaupt keine Zeit und die haben kein Geld. Und dann kommt die Frau um die Ecke und sagt, ja, ich kann dir ja helfen, kann selber arbeiten gehen. Und da kommt ein Punkt, wo ich sage, finde ich kacke, weil der Film ist mega sexistisch, wenn ihr mich fragt. Also, Frau soll nicht arbeiten gehen, weil es ist ja die Ehre des Mannes, die Familie aufrecht zu erhalten, ne? Als die Frau anbietet, ich könnte ja arbeiten gehen, sagt er sofort, nein, du gehst nicht arbeiten, das mache ich alleine. Ich will da noch nicht mal Sexismus in dem Sinne vorwerfen. Ich habe keine Ahnung, wie in Südkorea das da so gehandelt wird und wie da so die gesellschaftlichen Gegebenheiten es einfach sind. Da würde ich nicht so unbedingt die Sexismuskeule rausholen wollen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, dann ist es halt nicht ein sexistischer Film, dann ist es eine sexistische Gesellschaft. Also, keine Ahnung. Das ist mir halt ein bisschen aufgestoßen. Das fand ich nicht cool. Weil da gab es noch andere Elemente, wo es immer heißt, ja, Freundin, Frau, mach jetzt gefälligst das, sei hörig. Und es geht immer nur so auf die Frau drauf und die Frau will oder kann und darf aber nicht. Und das ist irgendwie merkwürdig so. Quar, am Ende geht es darum, wir lieben alle unsere Frauen, aber sie dürfen nicht irgendwie alles. Das ist so ein herber Nebengeschmack, der mir halt nicht gefallen hat. So ist er erstmal gut gemacht. Er wirkt eher wie ein Tatort. Muss ich jetzt sagen, wenn ich sagen würde, das ist ein Tatort. Wenn du sagst, ey, du hast Bock auf eine einfache Abendunterhaltung, es gibt gute Tatortfolgen, es gibt schlechte Tatortfolgen, das ist so eine mittelgute. Das könntest du in eine Tatortfolge umwandeln. So, auch bildtechnisch und so. Das ist halt nicht spektakulär, das sind keine CGI-Effekte. Schauspieler, Kulisse so ein bisschen, du hast Polizei, du hast einen Mordfall, du hast Kriminalgedöns und sowas. Und dann hast du halt noch so einen Pandemie-Krisenstab und sowas. Aber der ist jetzt nicht groß spektakulär, was das angeht. Also, nö, aber das sind ja Filme aus Südkorea relativ selten, dass die jetzt mit Bombastgeldern um sich werfen, das siehst du wirklich nicht oft. Die schaffen es einfach aus ihrer Not eine Tugend zu machen.
Was mir bei dem Film so ein bisschen aufgestoßen hat, am Anfang sehr hölzerne und sehr platte Dialoge, aber das ist so, also Character-Telling war am Anfang des Films nicht so die Stärke. Da hatte ich nicht so, habe ich mich nicht so reinfühlen können. Oder mir, ich habe registriert, alles klar, du bist der Vater, du bist der Bruder, du bist der und der, du bist die und die. Aber dass man jetzt so eine Identifizierungspersönlichkeit hat, habe ich mich am Anfang schwer mitgetan, so die ersten 20 Minuten, wo einem ja diese Charaktere immer so erzählt werden in dieser Zeitspanne. Ja, du musst dich konzentrieren, du musst aufpassen. Also wenn jetzt nebenbei noch irgendwie was zockt oder irgendwie noch irgendwas anderes nebenbei macht, dann werdet ihr nicht mitkommen. Ihr müsst euch wirklich voll auf den Film konzentrieren. Das ist nichts, was irgendwo nebenbei auf dem Second Screen läuft. Ja, also wirklich auf den Film konzentrieren. Das ist so auch wert. Also da steckt so viel Arbeit drin und da muss ich sagen, der Film hat es nicht verdient, dass du ihn einfach nur so nebenbei irgendwo laufen lässt. Ja, ja, den kann man schon mal sich so weggucken. Nicht so wie ein Tatort, den kannst du mal so nebenbei wegschlurfen, aber ja, sowas kannst du dir schon mal geben. Wenn er mal irgendwie bei Tele5 oder so kommt, lass ihn drin. Ja, genau, richtig. Ja. Ob ihr jetzt natürlich den Vollpreis für die Blu-ray ausgeben sollt, schwierig. Also, wenn wir jetzt sagen würden, Empfehlungen nicht empfehlen, was würdest du sagen? Also, ich würde sagen, also, wer aktuell genug vom Thema Pandemie, Krankheiten und sonst irgendwelchen Fall hat, lasst die Finger davon. Absolut. Wenn ihr sagt, ey, ist mir egal, ich ziehe mir jetzt irgendwas rein, was irgendwie gerade ein bisschen das alles überspitzt und halt ein bisschen anders verarbeitet, als es gerade die Realität ist, gebt ihn euch. Es ist gute Unterhaltung, es ist nicht schlecht, es ist nicht super gut. Er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen. Er ist halt sehr erfolgreich gewesen in Korea und vielleicht auch, das ist eine Geschmackssache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel Erfahrung mit koreanischen Filmen. Ich versuche mich da gerade ranzutasten, weil da gerade sehr viel drüber gesprochen wird. Ich habe bis heute Parasite noch nicht geguckt. Ich melde mich hier, ich schäme mich, ja, tut mir leid. Ab in die Ecke. Genau. Wenigstens das. Danach kannst du zu Oldboy übergehen und dann Taschendiebin. So, und ja, das heißt, ich hole gerade ein paar Sachen nach oder ich möchte mich mal in die Thematik so reinversetzen, damit ich auch ein bisschen mitreden kann, damit ich ein bisschen Ahnung davon habe. Von daher habe ich mich für diesen Film gemeldet, dass ich sagen kann, ey, hier, koreanisch, komm, tue ich mir an. Es ist kein super guter Film, es ist kein schlechter Film, es ist okay, es ist wirklich okay. Vielleicht würde ich ihn besser finden, wenn wir gerade keine Pandemie hätten. Ja, du, stimm dir ganz zu, wer Lust hat, sich in der doch recht miesen Zeit nochmal sowas zu geben, dem sei dieser Film ans Herz gelegt, er ist nicht schlecht gemacht. Das Studio ist unter anderem auch für den Film Pandemie zuständig und für den Film Snowpiercer, der wird wohl den meisten hier was sagen. Also das könnte man so sagen, ist Contamination mit dieser Epidemie hier so vielleicht so wieder Anfang, bis sie sich zu Snowpiercer sogar hochgearbeitet haben. Von daher, die wussten dann schon später mehr, was sie machen. Du, dafür ist der Film absolut solide. Kann ich ihm nicht vorwerfen. Wäre es mir durchaus wert, wenn ich ihn nicht jetzt kennen würde und er würde mir jetzt irgendwo im Fernsehen begegnen, hätte ich ihn drin gelassen, auf jeden Fall. Weil so dicht erzähltere Filme mag ich, wenn es dann nicht zu sehr Richtung 2012 und uns fliegt hier wirklich alles um die Ohren und du blickst nicht mehr durch vor Michael Bayesken Bombast. Das muss hier nicht sein. Und das will der Film auch gar nicht sein. Das zeigt er auch, dass er das schön atmosphärisch gestaltet, was er einem hier präsentiert. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Michael Bay einen Rosshaarwurm inszeniert. Der und Roland Emmerich, ein Rosshaarwurm, ja. Das wäre am Ende so ein Cthulhu-Verschnitt geworden wahrscheinlich. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu Contamination jetzt loswerden wollt? Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit. Also der Film geht 1 Stunde 45 Minuten. Also es ist nicht 2 Stunden schicken, ist kein 90 Minuten kurzes Ding, also ist irgendwas dazwischen. Nehmt euch also die Zeit dafür, weil es ist benötigt, es wird ein bisschen was erklärt, es gehen ein paar Sachen vor. Und man muss sich halt konzentrieren darauf. Ja, der Film liefert auch hier und da schon ein paar Easter Eggs. Also Foreshadowing schreibt der Film auch ganz groß, wenn dann das Hauptbezugsthema auf Wasser liegt, sag ich mal. Da fängt er schon früh mit an. Also er saugt einen direkt ein in die Atmosphäre. Er lässt sich hier nicht viel Zeit für Vorgeplänkel. Das rechne ich ihm ja an. Der weiß, was er sein will. Genau. Und stellt euch ein paar Flaschen Wasser hin, wenn ihr ihn guckt. Genau, das meinte ich mit Foreshadowing. Jede zweite Szene trägt irgendeiner ein Glas Wasser auf Ex. Okay. Ihr habt ja quasi schon euer Fazit gegeben. Ich wäre jetzt aber trotzdem noch an einer punktuellen Bewertung interessiert. Deswegen die Frage an euch, welche Punkte geben wir denn heute? Ja, entweder Würmer oder Gläserwasser oder ein Glas voll Würmerwasser. Wie wär's denn damit? Das will ich aber nicht saufen, Mann. Okay, wir kombinieren das und wir geben heute Glaswürmer. Was haltet ihr davon?
Ja, ich hätte sonst Wassergläser gesagt, aber wir geben glasige Würmer, okay. Ja, also ihr könnt vergeben 0 bis 5 Glaswürmer. Kenny, mach du mal den Anfang. Also ich vergebe 3 von 5 Glaswürmer. Wie gesagt, das ist gute, einfache Unterhaltung, hat aber ein paar negative Nebeneffekte und das Thema aktuell ist ein bisschen überdrüssig. Von daher ist das die aktuelle Bewertung von mir. 3 von 5 zerbrechlichen Glaswürmern. Okay, Torben, deine Meinung? Muss ich auch sagen, also ich hätte mich sogar noch zu 3,5 hochhandeln lassen, aber 3 finde ich doch auch recht solide. 3 von 5 möglichen Glaswürmern kriegt er hier von mir. Alles klar. Dann wären wir am Ende dieser Besprechung. Ich danke für eure Meinung zum Film Contamination, tödliche Parasiten. Ah, was für ein toller deutscher Titel. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr den Telestammtisch unterstützen wollt, guckt meine Videobeschreibung nach. Da könnt ihr uns einen kleinen Obolus dalassen. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Wir würden uns freuen. Und ich sage tschüss. Genau, das würde uns sehr freuen. Ich sage tschüss und dann darf die beiden da hier noch, die gerade eben geredet haben, die ganze Zeit auch noch tschüss sagen. Tschüss. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und trinkt immer schön viel Wasser. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und tschüss. Die Menschen glauben immer, sie könnten ihre Angst verbergen, aber das können sie nicht. Und ob wir uns geängstigt haben, das erfahrt ihr jetzt in der Besprechung zum Film Alone. Wir, das sind zum einen Eva. Hallo. Und ich, Christopher. Alone. Ja. Alone. Du kannst nicht entkommen. Der deutsche Untertitel, der mal wieder, ne, punktgenau, genau umschreibt, worum es hier geht und auch genauso überflüssig ist. Er erscheint am 25. März 2021 als Stream. Regie führte John Himes. Die Hauptdarsteller sind Mark Manchesa, Jules Wilcox und Anthony Held. Und er basiert, das habe ich vor kurzem erst erfahren, auf einem skandinavischen Film. Es ist das Remake eines skandinavischen Films, denn das Skript hier schrieb ein gewisser Matthias Olsson, der schon am Original beteiligt war. Und er hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 38 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Eva, was erwartet uns in Alone? Ja, eine Frau wird verfolgt. Fertig. Punkt, das ist es. Vielen Dank. Naja, ich meine, ich will ja nicht spoilern, obwohl es da soweit, ja, da kommen wir noch zum Fazit dann dazu. Ja, also eine Frau will umziehen nach einem Schicksalsschlag und macht sich auf den Weg. Es ist eine lange Reise mit ihrem Möbeltransporter und wird von so einem komischen Typen, es ist so eine Alltagssituation, wie man auf der Straße als Autofahrer kommuniziert, teilweise sehr ungut mit anderen Verkehrsbeteiligten, genau, und dann wird der Typ immer frecher und sie sieht ihn dauernd an irgendwelchen Tankstellen und dann dämmert ihr, dass der vielleicht nicht so alle Tassen im Schrank hat und mit der Einschätzung liegt sie richtig, soweit kann man schon mal sagen. Und alles andere wäre jetzt Spoiler, aber genau, es wird unangenehm. Es wird unangenehm, ja. Es erwartet einen eine rasante Hatz durch die Wälder. Eine Hatz, ja. Ich glaube, ich benutze dieses Wort eigentlich nie. Aber das ist ein schönes Wort, ein rastlose Hatz. Ich habe gerade überlegt, ob es das Wort gibt, aber doch. Ja, es wird so selten benutzt in dem Kontext. Da muss man sich wirklich fragen, ob es das gibt. Ja. Ich weiß auch nicht, was gerade in mich gefahren ist. Eine Hatz durch die Wälder. Denn dieser Killer, soweit kann man schon mal gehen, das sieht man ja auch im Trailer, schafft es, wie heißt die gute Frau? Einen Moment. Hier. Jessica. Jessica. Er schafft es ja, Jessica zu schnappen und in seiner Hütte einzusperren. Ihr gelingt aber die Flucht und von da an ist der Film nur noch eine einzige Jagd durch die Wälder, denn er kann sie logischerweise nicht gehen lassen. Also ich habe ja normalerweise nichts gegen sogenannte High-Concept-Filme. Filme, die sich quasi in einem Satz erklären lassen und deren Plot dann auch nicht in diese oder jene Richtung ausschweift und die sich eben nur auf ein ganz simples Thema beschränken. Wenn es denn spannend inszeniert ist. Man könnte ja schon sagen, wenn du sagst, er kann sie nicht gehen lassen, wolltest du da jetzt so eine psychologische Komponente einbringen, die wir jetzt hier auseinandernehmen, weil dann könnte man ja versuchen, was reinzuinterpretieren, kann man aber nicht. So. Ja, nee, ich wollte keine psychologische Komponente reinbringen, wegen dem Fakt, dass sie sie nicht gehen lassen kann, nur kann sie nicht, denken wir darüber nach. Ja, nur gehen wir mal zu den Charakteren.
sowas steht und fällt häufig mit den Charakteren, wenn jetzt die Regie nicht allzu viele kreative Einfälle hat. Und das hat sie hier nicht. Noch ganz kurz, der Regisseur ist ein gewisser John Himes. Und wenn man sich seine Vita ansieht, dann darf man hier von dem Ergebnis nicht allzu enttäuscht sein. Alles, was er bisher machte, waren Fernsehserien, also Episoden zu eher durchschnittlichen Serien und halt Direct-to-DVD und Streaming-Schund. Also da fügt sich dieser Film hier ziemlich gut ein. Aufgefallen, ja. Da wird man etwas enttäuscht. Und jetzt der Alone ist noch nicht mal, der wird noch nicht mal erwähnt. Also der ist bisher nicht, kommt nicht vor bisher auf seiner Seite. Oh. Ja. Ich habe auf IMDb nachgeschlagen, da steht er halt, aber da muss ja alles stehen. Ja, also wenn ein Regisseur nicht allzu viel aus dieser Geschichte rausholen kann durch eine spannende Inszenierung oder kreative Einfälle, dann liegt es halt oft daran, wie sind die Figuren geschrieben und gespielt in diesem Skript, dass es die einen halt dass die Aufmerksamkeit, das Interesse wachhalten können. Jetzt haben wir hier Jessica. Und wir geben ihr am Anfang halt einen Grund, weshalb sie von A nach B ziehen will. Sie hat, wie du schon erwähnt hast, einen Schicksalsschlag hinter sich und sie will einfach nur weg, um das verdauen zu können. Ist solide, ist okay. Es unterstreicht auch das Hauptthema des Films. Mir gefiel, muss ich sagen, gleich am Anfang die Einleitung, weil der Titel ist da Programm. Du siehst, wie sie den Umzugwagen belädt, niemand ist da, sie macht das alles alleine, fährt los und ist eigentlich schon direkt von Anfang an isoliert, bevor es in die Wildnis geht. Das fand ich ganz nett, das setzt sofort die Stimmung und den Ton. Und dann kommen wir halt zu dem Killer. Wir beide haben ja im Vorfeld schon über diesen wahnsinnigen Entführer eher lachen können, denn wenn man den Trailer oder das Plakat sieht und sieht, wie der Mann aussieht, Eieiei, da ist man wirklich ganz besonders kreativ gewesen, ja, richtig? Die unschuldig ausschauen, die sind ja meistens dann die Schlimmsten, ne? Aber deswegen, genau, deswegen haben wir uns den Film ausgesucht, weil der Typ so nett ausschaut. Knuffig, um jetzt ein schönes Wort zu benutzen. Was ich ganz, am Anfang ist sie allein. Sie lässt ja sogar ihre Pflanze da. Das muss ich unbedingt noch erwähnen, weil es so wenig zu erwähnen gibt. Das ist das stimmt. Und einschneidend, ich als Pflanzenliebhaberin, Na, zum Glück hatte sie keine Katze. Nicht mal mehr die Pflanze, ja. Genau. Der Beginn ist halt wahnsinnig klassisch. Also es ist einfach, man kriegt aber auch keine Erklärung, wie du schon gesagt hast. Es ist so ein bisschen Background zu ihr und zu ihm. Da wartet man halt, umsonst, dass da irgendwas kommt, warum er so ist, wie er ist. Richtig, denn die Backstory von ihm, die kriegt man nicht und auch was man sonst über ihn erfährt, ist halt wirklich das Einmaleins solcher Entführungs- und Jagdthriller. Ich meine, da hätte ich mich nicht weiter wundern müssen, weil schon dieser Biedermann-Look mit der Hornbrille und dem Schnurrbart ließ nichts Gutes vermuten. Dass man wirklich ernsthaft jetzt, muss der Mann auch noch so aussehen, wie jemand, den man irgendwie in den Nachrichten sehen würde, so Fahndungsfoto von einem Kinderschänder oder ähnliches. Ja. Das war schon... Schon fast mutig. Ja, das denkbar Lämste, was man sich da ausdenken könnte. So sieht jemand in einer Parodie aus. Einfach so ganz klassische Kamerafahrten, wie es halt seit Shining immer gemacht wird. So von oben auf Wälder, das Auto fährt da durch Wälder irgendwie. Also das ist ja total... Es gibt ja einen zig Gruselfilmen, da weiß man immer, oh, das verheißt nichts Gutes, wenn die Kameraeinstellung so kommt. Zum Beispiel das. Und natürlich hast du auch jede Menge Close-ups auf die Gesichter in besonders intensiven Szenen und ziemlich auch simple Schnitte in den Action- und Verfolgungssequenzen, wo man auch ein bisschen hätte kreativer werden können. Was ich dem Film zugutehalten muss, ist, dass ich jetzt die Dialoge nicht total bescheuert fand. Also ich fand seinen Charakter nochmal schwach, also nochmal schwächer als ihren. Aber ich fand jetzt, dass zumindest, wenn man schon 1,5 Stunden einer Frau dabei zuguckt, wie sie leidet, warum auch immer solche Filme gemacht werden, aber es ist ja jetzt wieder so eine Sorte. Manchmal hat man ja dann so diese Porno-Stöhngeräusche oder dass sie dann dauernd so um Hilfe, also so ganz weinerlich und also so ganz unangebracht und wie es halt, wie Frauen halt nicht klingen oder einfach dieses ganz komische, das Oberblöd und Opferrolle. Also das finde ich jetzt hier ist nicht ganz so schlimm. Aber ich finde jetzt, was er so sagt, dieses philosophische in Anführungszeichen, das geht halt ein bisschen nach hinten los. Also da musste ich teilweise schon auch lachen, weil das so,
ja, albern war einfach, was er so sagt. Jetzt, wo du es sagst, das stimmt. Also das Beste, was man dem noch abgewinnen kann, ist Jessica als Protagonistin. Sie macht keine unfassbar dämlichen Entscheidungen. Ja. Sie weiß sich selbst in verschiedenen Situationen zu helfen. Und sie handelt auch logisch und vernünftig. Und, das stimmt, genau. Ja, macht nichts, wo man sich die Haare ausreißen könnte. Das ist noch so vernünftig. Also meistens war es jetzt auch da bei der ersten Szene, wo er versucht, sie irgendwie da wohin zu locken. Und da habe ich mir auch gedacht, jetzt würde ich würde jetzt so oder so reagieren und plopp, prompt war es dann auch so. Also hat sie brav alles genauso gemacht. Was ihn betrifft, ja, das hätte dem Film ja ein bisschen Raffinesse geben können und genau das hätte ihn ein bisschen abheben können von so einer Dutzendware, dass man einfach erfährt, warum macht er das und vor allen Dingen, sie hätte auch eine Charakterentwicklung durchlaufen können, von wegen, sie hat ja nun mal ein bestimmtes Trauma erlitten oder einen Verlust, mit dem sie zu kämpfen hat. Und er benutzt das ja auch, um sie damit zu quälen und zu provozieren. Und man hätte das in eine Richtung drehen können, wo sie quasi das Trauma überwindet, indem sie eben diese Bedrohung überwindet. Halt externer und interner Konflikt sind in besseren Drehbüchern immer miteinander verwoben und werden so aufgelöst. Aber weil man eben auf der psychologischen Ebene sowohl was sie als auch was ihn betrifft nichts geboten bekommt, ist alles, was man hier hat, eben der offensichtliche Plot, die Jagd. Und die ist alles andere als super spannend. Ja, also dieser Background von ihr ist total, ja, seltsam irrelevant. Außer, ich meine, es gibt so eine extra Düsterheit vielleicht, Düsternis, sagt man so, Düsterheit. Ich bin etwas ballerballer heute. Aber sonst, ja, wie du gesagt hast, es entwickelt sich nichts und es ist eigentlich unwichtig. Spannend fand ich ihn jetzt, muss ich gestehen, schon. Aber das liegt eher daran, dass ich nach wie vor ziemlich anspringe auf so ganz simple Filmtricks. Und das dann schon auch spannend fand, ob sie es jetzt schafft oder wie sie jetzt flieht oder so. Also ich war schon sehr gespannt, aber ich war schon sehr aufgeregt und habe mitgefiebert, aber es war mir die ganze Zeit bewusst, dass das jetzt gerade nicht ein super qualitativer Film ist oder sehr einfallsreich oder ja, das ist halt. Ja, ein paar Momente gab es auch, die mir gefallen haben, wie das häufig so ist bei solchen Verfolgungen, die halt in einer isolierten Gegend spielen. Ab einem gewissen Punkt wird eine unschuldige Figur mit hineingezogen. Und dann fragt man sich, wie hilfreich ist der, bevor der ausgeschaltet wird? Und das wird nicht auf die offensichtlichste Art und Weise aufgelöst. Ich hätte gedacht, das geht sehr viel schneller, aber wird es nicht. Das hat mir einigermaßen gefallen. Ja, es ist nicht vollkommen inkompetent inszeniert. Also allgemein weiß der Regisseur hier schon, was er tut. Aber das Skript gibt halt nicht viel her und die Darsteller, ja, die Jules Wilcox als Jessica ist okay, sie macht ihren Job okay im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber dieser Kerl auch, ich weiß nicht, ob es an dem Look liegt oder an, dass man so wenig geboten bekommt, aber der Mann an sich hat mir nicht wirklich Angst gemacht. Also da würde ich sagen, ja, dann komm her, versuch mich zu entführen, mit dem würde ich jederzeit aufnehmen. Kleiner Kaschball, ja. Ja, da hat er irgendwie auch immer einen Blick, den gleichen Blick drauf. Es ist, ja, wenn man wahnsinnig vorhersehbare Dinge will und jetzt nicht weiter drüber nachdenken, sondern sich einfach berieseln lassen möchte, dann ist das wohl die richtige Wahl. Es ist, wie gesagt, nicht blöd. Es gibt durchaus dümmere Filme mit Opfern oder, ja, wo man sich denkt, meine Güte, es geht doch nicht alleine in den Keller oder so. Sowas passiert hier nicht. Deswegen ist man einigermaßen gut dabei, wenn man leicht auf sowas reinfällt, so wie ich. Aber ansonsten ist es einfach, man hat den Film echt schnell vergessen wieder und ja, einfach wie gesagt, nichts Eigenes oder so hat der. Genau, dann können wir an dieser Stelle, ja. Genau, das soll mal zur Bewertung kommen. Stups. Du kannst dann 0 bis 5 kaputte Handys vergeben. Horror. Ja, was macht man denn jetzt da? 2,5. So Mitte. 2,5 kaputte Handys von mir. Kann man von geben. Ich gehe noch ein bisschen runter. Ich gebe 2 von 5 kaputte Handys. Weil
Die Fehler sind offensichtlich, es hat mir nicht viel gegeben, man hat es schon 100.000 Mal gesehen und ab einem gewissen Punkt kam dann auch die Frage bei mir auf, die du jetzt aus einer eher feministischen Sichtweise gestellt hast. Ich stelle mir diese Frage vom Unterhaltungswert. Warum macht man sowas immer noch? Ja. Wen kann man noch hinterm Ofen mit sowas hervorlocken? Solche Filme sind halt wirklich seltsam und fragwürdig. Warum braucht man das? Warum hat man das Bedürfnis, ja, wie du auch jetzt gemeint hast, sich leidende Frauen anzuschauen? Oder ist das halt immer das gleiche Muster, auch sowieso schon? Und das ist halt wieder eine Abhandlung von dem, was es schon 1000 Mal gibt, in verschiedenen Versionen, runter reduziert auf eine ganz simple, einen simplen Ablauf. Ja. Exakt, das trifft es perfekt. Und damit verabschieden wir uns aus den Wäldern und gehen zurück in die Zivilisation. Sonst kommen noch irgendwelche Blödmänner, die aussehen wie Versicherungsvertreter. Eva, es war mir eine Freude. Ebenso. Dann hier zurück ins Verschneite, in die verschneite Realität. Allein. Genau. Oder auch, wo gerade die Sonne scheint. Ich meine, das Wetter spielt ja momentan verrückt genug. Alles ist drin. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr allein in die Wälder fährt und ein Mann mit einer Hornbrille rückt euch auf die Pelle, dann schlagt den einfach K.O. und macht weiter mit dem, was ihr machen wollt. Der stellt keine Bedrohung dar. Danke sehr. Danke für diesen sozialen Tipp. Okay, tschüss. Ciao. Mich gefreut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.